Ein Montreal-Jahr 2020 ist natürlich ganz anders verlaufen, als das eigentlich geplant war. Wir haben noch zwei normale Konzerte gespielt, Osnabrück, Düsseldorf, unfassbar gute Konzerte. Und das letzte richtige Konzert, was wir gespielt haben, und zack, da wussten wir noch mal gar nicht, was kommt. Eins der besten Konzerte, was wir je gespielt haben. Und dann dieses Loch. Und dein Leben ist wie Kackbus im Regen, nicht gerade schön, nicht wirklich schön. Man hat sich erschreckend schnell dran gewöhnt, kein Publikum mehr da zu haben. Heute beim Soundcheck fühlte sich das schon gar nicht mehr komisch an. Sicherlich auch durch die Autokinokonzerte, wo man einfach dann nur noch Autos hatte. Nicht gerade schön, nicht wirklich schön. Hätten wir natürlich vor einem Jahr noch jedem um die Ohren gehauen, wenn man uns gefragt hätte, habt ihr Lust vor 200 Autos in Hannover zu spielen? Jetzt war das einfach im Sommer 2020 die einzige Möglichkeit, die ganze Reisegruppe einmal wieder loszubewegen. Du willst die Schlechte zuerst, wir sind am Ende. Die gute Nachricht ist, es geht nicht. Das war uns sehr wichtig, dass alle auch nochmal zusammenkommen. Und das wird auch jetzt in 2021 so sein. Man geht in den Keller oder man guckt halt, dass man irgendwie das Beste draus macht. Und das ist der Weg, für den wir uns entschieden haben. Und wir denken an den Winter 86, an die unbegrenzte Leichtigkeit des Seins. Im Zusammenhang mit der Band habe ich 2020 sehr positiv erlebt. Also wirklich positiv. Also erstens, diese EP war nicht vorgesehen und die hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, zu arrangieren, aufzunehmen und auch zu proben. Weil viele Leute sagen, klingt halt wie ein Montreal-Lied. Gerade Benzin, Sommer 96, ist ein sehr ruhiges, folkiges Shanty-Lied eher und klingt jetzt doch so, als ob es einfach ein Lied von uns wäre, von der letzten oder vorletzten Platte. Wir machen einfach aus jeder Situation das Beste und alles, was sich irgendwie auftut, gucken wir, ob das was für uns ist. Da sind wir sehr glücklich, dass wir diese Band in so einer Phase haben und das einfach so weitermachen zu können und dass auch da draußen Leute sind, die das gut finden, weil alleine, ne, wären wir auch nichts so, da sind wir drei Typen, die im Proberaum stehen, aber so macht das schon sehr viel Sinn und wenn man da wirklich dann auch für andere Leute sehr schöne Ergebnisse einfahren kann, das hat für mich das Jahr 2020 so ein bisschen weniger schlimm erscheinen lassen, als es natürlich ist auf dem Papier. Unsere Tour, die eigentlich Anfang 20 stattfinden sollte, wird Anfang 22 zum Großteil stattfinden. Den Titel haben wir rückwirkend betrachtet natürlich selber schön blöd hier und heute nicht genannt. Das wurde uns jetzt mehrfach schon um die Ohren gehauen. Hier und heute nicht. Jeder, der eine Karte hat, wird uns in seiner Stadt wieder live sehen, ab dem Moment, wo es wieder geht. Und wir freuen uns, dass die Leute die Karten fast alle behalten haben. Da sind wir sehr dankbar und froh, dass die Leute uns so treu die Stange halten. Und das wird natürlich auch eine Zeit brauchen, bis man wieder sagt, ja, ist vollkommen okay, dass jemand schwitzend hinter mir steht und sich an mir reibt und mir gerade sein Bierbecher über den Kopf gegossen hat. Hier und heute nicht.